Erich Weniger, Pädagoge, 1949 bis 1961, Wagnerstraße 1. Erich Weniger. Erich Weniger, geboren am 11. September 1894 in Steinhorst bei Hannover, gestorben am 2. Mai 1961 in Göttingen, war ein maßgeblicher Vertreter der geisteswissenschaftlichen Pädagogik. Er gilt heute als einer der bedeutendsten Geschichtsdidaktiker. Leben und Werk. Der Pastorensohn legte 1913 das Abitur am Kaiser-Wilhelm-Gymnasium Hannover ab und studierte von 1913 bis 1921 in Tübingen und Göttingen, unterbrochen vom Wehrdienst 1914 bis 18, wo er Mitglied der Akademischen Freischar war. 1919 kämpfte der Leutnant gegen die Spartakisten. Von 1920 bis 1924 leitete er die Jugendvolkshochschule Göttingen. Weniger habilitierte sich 1926 in Göttingen über den Geschichtsunterricht und war als Professor für Pädagogik an pädagogischen Akademien in Kiel, Altona, Frankfurt am Main und ab 1945 in Göttingen tätig. 1931 wurde er Vorsitzender der neu gegründeten deutschen Sektion der New Education Fellowship, die bis heute die Reformpädagogik begleitet. 1933 wegen politischer Unzuverlässigkeit entlassen, schrieb er dennoch 1935 bis 1938 mit Unterstützung des Nationalsozialistischen Reichserziehungsministeriums das kriegsvorbereitende Buch Wehrmachtserziehung und Kriegserfahrung, 1938. Wie Hermann Nohl und Eduard Spranger vermied er zeittypisch eine scharfe Abrechnung mit dem Nationalsozialismus und wandte sich gegen die alliierte Entnazifizierung. 1945 gründete er die Pädagogische Hochschule Göttingen. Ab 1949 folgte er Nohl als ordentlicher Professor für Pädagogik an der Universität Göttingen. Weniger trat als einer der ersten in der Bundesrepublik 1949 für eine Neuorientierung der Geschichtsdidaktik am Prinzip der politischen Bildung ein. In seiner geisteswissenschaftlichen Pädagogik ging er vom philosophischen Ansatz Wilhelm Dietels aus. Gegen die Mehrheit der Geschichtslehrer wollte er den Geschichtsunterricht nicht als reines Abbild der Geschichtswissenschaft sehen, sondern pädagogische Eigenmomente anerkennen. In der Nachkriegszeit bis zu seiner Emeritierung 1961 war er einer der maßgeblichen Bildungstheoretiker, Studiengangskoordinatoren und an verschiedenen bildungspolitischen Gremien beteiligt. Zusammen mit Wilhelm Flittner und anderen gründete er 1955 die Zeitschrift für Pädagogik. Weniger starb 1961 in Göttingen an einem Tumorödem. Zu Wenigers Schülern zählten unter anderem die Erziehungswissenschaftler Herwig Blankertz, Wolfgang Klafki, Wolfgang Kramp und Klaus Mollenauer.